krasse Sache. Wir sind tief in der Scheiße. Warum haben sich alle im Hauptdorf versammelt? Was? Hast du es nicht gehört? Ich sag, Gerg verlassen Vale und gehen auf Reisen. Ich wünsche, ich könnte auch gehen. Ich hörte, dass es sehr gefährlich werden wird. Ach ja, also sind alle am Turm, sich zu verabschieden? Uff, 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 uff. Uni. Ja? Hey, was ist los? Eigenartig. Isaaks Mutter ist gar nicht hier, um sich zu verabschieden. Du hast recht, sie ist nicht da. Miau! Wuff, wuff. Hey, sollen wir auch gehen und auf Wiedersehen sagen? Klar, lass uns gehen. Ja, Kinder kann ich nicht gut synchronisieren. Wir zählen auf euch, auf dich, Isaac, und auch auf dich, Garrett. Trink kein Wasser, das erfaulich riecht, und nimm dies mit. Isaac hat halt Kraut. Ich weiß, dass ich kein abgestandenes Wasser trinken soll, Schwester. Hör nicht auf ihn, Isaac. Er ist ein Schwein. Er würde alles essen, das nicht festgeschnurrt ist. Du reist spät. Oh, stimmt. Tato hat mich gebeten, dir dies hier zu geben, Isaac. Isaac hält Schnappperlen. Ich glaube, wir sind bereit zu gehen, oder, Isaac? Überleg doch, Garrett. Es muss für Dora sehr schwer sein. Als Garretts Mutter weiß ich, wie sich Dora fühlen muss. Aber ich habe noch Garretts Vater, während Dora nur noch Isaac bleibt. Sie will nicht, dass du gehst, Isaac. Aber sie weiß, dass du gehen musst. Es schmerzt sie zu sehen, dass du sie verlässt. Kann ich vorstellen. Sie können nicht für alle Zeiten hier herumstehen. Wir sollen sie gehen lassen. Noch ein letztes Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Oh, wir sind traurig. So, Leute. Wow. Meine Stimmbänder tun mir weh. Oh, hallo, was ist denn das hier? Oh! Ein reisender Krieger? Und du scheinst auch ein Adept zu sein. Du bist genau die Sorte Kämpfer, nach der ich gesucht habe. Würdest du mich bitte mit dir nehmen? Ich bin ein Venuschen, mein Name ist Kiesel. Ich muss meine Kameraden finden, als der Vulkan ausbrach, sind wir voneinander getrennt worden. Würdest du mir behilflich sein, meine Freunde auf deinen Reisen zu suchen? Wenn ich euch begleiten darf, verspreche ich euch, von Adepten von großem Nutzen zu sein. Eure Synergien werden stärker und auch eure Fähigkeiten als Adepten werden sich verbessern. Du kannst uns im Kampf zu Hilfe rufen oder unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken. Beschwörst du mehrere von uns zur gleichen Zeit, wenn sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du? Nimmst du mich mit? Natürlich! Du wirst schon sehen, du wirst es nicht bereuen. Kiesel der Venus-Djinn ist nun Isaaks Verbündeter. Ich gebe dir noch eine schnelle Einführung, wie man uns Djinns benutzt. Ich kann das. Nachdem du einen Djinn in dein Team aufgenommen hast, kannst du ihn mit jemandem verbinden. Ja, wir gehen auf Djinn. Um deinen Djinn jemand anderem zu geben, bewege ihn so. Verbünden, ja, nein, sag auch. Oder wir geben ihn Garrett. Aber Garrett ist ein Mars-Adept und hat nicht viel von einem Venus-Adept. Naja, man kann... Das hab ich geskippt, egal. Und ja, wie man sehen kann, er würde jetzt eine neue Synergie dazulernen, und zwar Wachstum, aber würde Flamme verlernen. Und wie man sehen kann, seine Werte steigen und senken, also seine Verteidigung wird schwächer, sein Glück sinkt, damit er wird zum Pechvogel. Das Bündnis mit einem Djinn verändert deine Attribute und mitunter sogar deine Klasse. Wie man sehen kann, wird vom Wächter zum Raufbold. Ändert sich deine Klasse, können sich auch deine verfügbaren Synergien ändern. Ja, ja. Jetzt zeige ich dir, wie du uns im Kampf einsetzen kannst. Jeder Djinn verfügt über andere Kräfte. Sobald wir uns mit dir verbündet haben, kannst du uns im Kampf freisetzen und unsere Kräfte für dich nutzen. Lass mir dir eine Kostprobe meiner Macht geben, Isaac. Ja, dann mach mal, Kiesel. Ah,
Das kann dauern, das kann dauern. So, Battle, Zombie erscheint. Ich will diese Kraft lösen, also. Lieber mal kann ich nichts machen. Hooray. Wähle dieses Kommando, um mich in den Kampf zu schicken. Ja, dann los mal. Kiesel. Wenn man sehen kann, wenn man ihn einsetzt, werden unsere Werte schwächer, sollte man mit Jins besser vorsichtig sein. Das ist alles, was du tun musst, um einen verbündeten Jin freizusetzen. So, und Garrett macht man nichts. Und Kiesel! Bam. Schon mal viel mehr Schaden als ein normaler Angriff. Und Synergie auch. Hast du gesehen? Als du mich freigesetzt hast, habe ich mit meiner wichtigen Stein zerschmetternden Faust angegriffen. Du hast eine Faust? Nachdem wir freigesetzt wurden, warten wir auf Jins darauf, beschworen zu werden. Ja, das kann ich auch zeigen. Und zwar hier. Mach mal schneller, bitte, Jin. Jins im Standby-Modus verfügen über noch größere Kräfte. Ja, ja, wir können jetzt Venus beschwören. Je mehr Erd-Jins oder egal welche Jins wir haben, wir können dann immer wieder neue Kombinationen beschwören. Ja. Siehst du, wir Jins sind doch wirklich nützlich, oder? Oh ja. Und noch was. Was denn noch? Nachdem ein Jin beschworen wurde, braucht er einige Zeit, um sich wieder zu erholen. Sobald wir uns erholt haben, verbünden wir uns automatisch wieder mit dir und sind bereit zum Angriff. Von einem Bündnis aus gehen wir in den Standby-Modus, dann erholen wir uns und anschließend verbinden wir uns wieder. Das ist die einfachste Methode, uns einzusetzen. Hast du das verstanden? Natürlich! Ach ja, wenn du noch mehr über uns Jin erfahren möchtest, sieh dir das Hilfemenü an, okay? Wer braucht das Hilfemenü, bitteschön? Gut, ich begleite dich jetzt. Nochmals, vielen Dank. Bitte setzt uns Jins mit Bedacht ein. Ja, habe ich schon gesagt, man sollte mit Bedacht einsetzen. So, und so sieht die Verbindung mit einem Venus-Jin aus. Und der Venus-Jin, Kiesel folgt nun Isaac. Und irgendwie vibriert die Map so komisch. Das ist ein Buckner-Raum. Was ist denn das hier? Ah, Schnappern, ja. Die lege ich mal an, dann lernen wir eine neue Synergie. Und zwar Fänger! Zum Fangen leichter Objekte. Ja, die kann ich mal zeigen, sobald wir so weit sind. Und ich verbinde mich mal mit Kiesel. Wir sehen, die Klasse verändert sich nicht, weil es nur ein Jin ist. Es verändert sich nur bei jedem zweiten Jin. Die KP steigen ein wenig, die PP steigen ein wenig und die Attacke steigen ein wenig. Und wir lernen nichts Neues dazu und das ist eigentlich gut so. So, wie kann ich die Weltkarte zeigen? Hier sehen wir. Was ist denn hier? Das ist Explosion. Hier ist Heiligtum Versorgung, hier ist Whale und hier oben. Das ist der Kontinent Angara. Oder Angara, ja, Angara. Und ich muss mal schauen. Ja, da ist die Brücke. Wir werden Helden. Fledermaus erscheint. War. Und Angriff. Ultraschall. Komm mal. Angriff. Und Bam. Ach komm schon. Wie schnell ist denn die? Autsch. Ach schade. Ah. Bam. Weg mit dir. So. So. Jetzt ist das erste Dorf. Ja. Moment. Stimmt ja. Nach Cutscene. Und ja, die Oberwelt ist einfach so verpixelt, aber das ist so der Charme von ihnen. Wir können... Moment mal, für den brauche ich eine bessere Stimme, der kommt später noch vor. Wir können keine Sekunde länger an einem so gefährlichen Ort bleiben. Wir kehren sofort nach Calais zurück. Calais? Ein Ort? Meister Hammer, das ist schrecklich, die Brücke wurde zerstört. Wir können nicht weiter nach Süden. Wie? Die Brücke? Ja, die Pferde sind nur ein bisschen größer als die Brücke selber und das ist auch ein mega riesiger Fluss und so. Das ist fürchterlich. Wie sollen wir jetzt nach Calais kommen? Schwimmen? Meister Hammett, ich mache mir Sorgen, weil Ivan zurückgelassen haben. So gern ich Ivan auch habe, es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Merkwürdige Kräfte? Vielleicht Synergie? Ivan hat merkwürdige Kräfte? Wow, Erdbeben! Das ist der Alefberg. Bams! Psy-Kristall! Ba-bam! Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen! Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Geht nach Whale! Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in Lumpa. Immer noch besser als von Felsbrocken erschlagen zu werden, oder? Das sind Psy-Kristalle. Jo. Da schlägt er mit ein und sie hauen ab. Ja, jetzt können wir nach. Ja.
Tschüss! Das ist das einzige Mal, dass wir Garrett auf der Weltkarte sehen. Vault. Ach, ein schöner Ort. Ah, was hast du sozusagen? War der Ausbruch des Elfes nicht unglaublich? Ja. Ich war so von Angst erfüllt, dass ich tagelang keinen Schlaf gefunden... Ja, tagelang ist nur so ein Tag danach. Joa, ist klar. So, hier ist ein Item-Shop-Laden, da könnte ich mal schnell reingehen. Hallo. Willkommen, wir haben genau, was du brauchst, okay. Artefakte sind spezielle Items, ziemlich selten, aber das bekommen wir erst später im Spiel. Und wir können jetzt kaufen, und zwar hier können wir jetzt Heilkräuter und Gegengift kaufen, brauche ich aber nicht. Kann ich was verkaufen? Nee, geht nicht, schade. Elixier, das brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Ich sag's nur so, Elixier braucht nicht, weil das kann man später mit Synergie heilen und das geht viel schneller. So, hier ist der Waffenladen. Hier geht ja das hin. Waffen. Nein, du hast Rüstungen. Du hast Waffen. Hereinspaziert. Artefakte hast du, glaube ich, noch nicht. Was? Magischer Stab. Entfesselungsdüsternis. Ja, Entfesselung, das sind so spezielle Attacken, die viel stärker sind, aber nur bei normalen Angriffen zustande bekommen. Langschwert. Auf 41 und die Streitaxt. Auf 52. Oh. Ich krieg eine Latte. Ich gehe mal. Ja, weiter mit dem Kurzschwert. Ja. Isaac, du wirst mal ein bisschen stärker gemacht. Ich bin 90 Münzen, jo. So, kann ich mir noch. Ja, das Langschwert kann ich mir leisten. Yeah, das ist geil. Dann. Obwohl, nee. Nee. Das wäre nur Geldverschwendung, weil ich bekomme nachher ein bisschen Geld und so. Und was ist das hier? Im Gefängnis? What the fuck ist hier los? Ein Gefängnis. Meister, Hamels Diener kann es wieder nach Clay zurückkehren, wenn er den Stab wieder gefunden hat. Der Diener, Ivan, ne? Ivan? Was rede ich für ein Scheiß? Da ist ein Hund, er ist verdächtig. Hallo? Wuff, wuff. So, du bist auch verdächtig. Niemand begeht unter meinen wachsenden Augen einen Diebstahl. Wir wissen, dass die Diebe nicht von hier sind. Sie müssen von außerhalb gekommen sein. Jo, bin ich jetzt verdächtig? So, ich glaube hier ist... Ja, hier ist ein Djinn. Und zwar da hinten ein Venus-Djinn. Moment, der Kleine heißt hier Knospe. Wenn wir hier klopfen, dann blip, haut ab. Und da kommen wir noch lange nicht hin. Der wertvolle Stab von Meister Ham mit einem reichen Ladenbesitzer und Händler aus Kalea wurde gestohlen. Er war deswegen sehr aufgebracht. Ja, den kleinen Knospe bekommen wir noch nicht. Das kommt erst viel später. Ungefähr bei der Mitte des Spiels. Boah, vielleicht ein bisschen... Gib was! Wir schieben hier alte Männer umher. Oh, verdammt. Dann spät wieder weg. So. Du, ich liebe Wald. Beinahe so schöne Musik wie ein Whale. Wer bist du? Beschuldigst du uns etwa, Meister Hammer zu Stab gestohlen zu haben? Ja. Hey, nur weil wir neu in der Stadt sind, hat es noch lange nicht, dass wir ein Haufen von Dieben sind. Abgesehen davon kannst du gar nichts beweisen. Du wirkst verdächtig, weißt du das, Freundchen? So, wir gehen mal hier rein. Mein Mann, der Bürgermeister, kann nicht glauben, dass ein Bewohner von Wald ein Dieb sein soll. Aber bis wir den Übertäter nicht gefunden haben, kann ich mal nicht nach Calais zurückkehren. Großvater? Kann denn niemand Ivan helfen? Doch, wir. Bist du Ivan? Geistleser. Synergie? Ja, ich besitze seltsame Kräfte. Ihr besitzt sie auch, nicht wahr? Wie? Meine Kräfte? Nennt man Synergie? Das wusste ich nicht. So schnell weggedrückt. Wir haben so viel gemeinsam. Ich fühle, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe ein Problem. Der Stab von Meister Hamad wurde gestohlen. Würdet ihr mir helfen, den Stab meines Meisters zurückzufinden? Natürlich. Vielen Dank. Mit eurer Hilfe kann ich den Stab sicher wiederfinden. Eure Namen sind... Isaac und Garrett. Ich bin Ivan. Es freut mich, euch kennenzulernen. Meine Fähigkeit, Gedanken zu lesen, hat euch ganz schön erschreckt, oder? Ist meine Gabe wirklich so erschreckend? Nein. Natürlich nicht. Ich und Isaac fassen sich an den Händen. Hä?
Händchen halten. Ah, meine Gedanken. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Ivan. So, Isaac, konntest du Geralts Gedanken lesen? Ja. Isaac kann nicht sprechen. Genau wie ich dachte.